Willkommen zum Rift Report, eurem neuen Patch Rundown, bei dem ihr die offiziellen Challenges von Riot direkt zum Release bekommt. Auch dieser Patch hat es wirklich in sich, schneid dich also an und lehn dich zurück. Bevor wir zu den Champion Changes kommen, hat Riot noch sehr viel anderes im Gepäck. Das Matchmaking sollte nun Welten besser sein, denn die Off-Royal Parity wurde angepasst. Beide Teams sollen daher nun wesentlich ausgeglichener darin sein, wie viele Autofit- oder Secondary-Role-Spieler sie haben. Auch die LP-Differenz zwischen den Teams ist angepasst und die massive Red-Side-Blue-Side-Problematik soll insbesondere im High-Elo-Bereich nun deutlich verringert sein. Ranked-Manipulation wird nun härter bestraft. Alle, die zum ersten Mal mit Boosting, Win-Trading oder D-Ranking erwischt werden, bekommen nun direkt einen 30-Tage-Bann. Beim zweiten Mal gibt es nach wie vor aber immer einen Perma-Bann. Der Career-Stats-Bereich im Client wird entfernt, weil nur 3% aller Spieler diesen überhaupt genutzt haben und es laut Riot mit OP.GG und Co. deutlich bessere Tools gibt als das, was Riot anbietet. Ich wusste nicht mal direkt, was dieser Stat-Bereich überhaupt ist, bis ich das Ganze im Client nachgeschaut habe. Zu guter Letzt steht das Ende des Ranked Split 2 nun fest. Bis 0.59 Uhr deutscher Zeit am 25.09. habt ihr Zeit, euren Traumrang zu erreichen. Um 13 Uhr deutscher Zeit startet dann am 25.09. der dritte Ranked Split. Starten wir mit den Champion-Buffs und dort mit Azir. Er darf natürlich gefühlt in keinem Patch fehlen, deshalb bekommt er diesmal 1,5 zusätzliche Helfregen und 3 Armor. Orianna bekommt den nächsten Medibuff, diesmal sind es 5% zusätzliches AP Ratio auf dem Q. Syndra bekommt 10 zusätzliche Base Damage auf den Kugeln der Ult und das auf jedem Rang. Sylas war nach seinen Adjustments letzten Patch wirklich absoluter Schrott, da gibt es nun gleich 3 Buffs. 25 Base Save, dazu noch 5% AP Ratio auf den Primary Target Damage der Passiven und der W-Base-Damage geht um 10 auf allen Rängen nach oben. Katarina wird auch gebufft und ich weiß jetzt schon, dass ich sie ab sofort immer bannen werde. Ihr Q-Base-Damage geht von 80 bis 200 auf 80 bis 240 in die Höhe und das AP-Ratio des Q steigt um 10%. Dafür geht der E-Base-Damage jedoch von 20 bis 80 auf 20 bis 60 runter und auch die On-Hit-Effectiveness der Ult geht von 30 bis 40% auf 25 bis 35% runter. Der maximale Damage von Weiß Q geht von 90 bis 290 auf 100 bis 300 nach oben. Skarnas Buff und Nerf Karussell geht natürlich weiter. Diesmal bekommt er 20 zusätzliche Base Health und 3 Base AD. Dazu steigt auch noch das Bonus AD Ratio des Q um massive 15% an. Wukongs Passive gibt nun 6 bis 10 Armor anstatt 5 bis 9 Bonus Armor und der E gibt nun auf jedem Rang 5% zusätzliches Attack Speed. Bei den Champion Nerfs trifft es lediglich Corki. Der Q-Cooldown geht von 8 bis 6 Sekunden auf 9 bis 7 Sekunden in die Höhe und auch die Q-Mana-Kosten gehen von 60 bis 80 Mana auf 80 Mana Flat nach oben. Bei den Champion Adjustments trifft es diesmal 3 Champions. Lucian verliert zunächst 10 Base Damage auf allen Rängen des Q, dafür wird aber das Passiv Total AD Ratio von 0,15 auf 0,2 gebufft. Qiyana bekommt zunächst 3 Base Armor und ordentlich Damage auf dem Q. Der Q Base Damage wird von 50 bis 190 auf 60 bis 180 angepasst. Das Bonus AD Ratio des Q geht dafür allerdings von 75% auf bekloppte 90% nach oben. Dafür verliert sie allerdings auf ihrem B saftig an Base Damage. Aus 8 bis 64 Damage werden 8 bis 40 Damage. Dazu verliert sie auf der Ult einfach mal 20% Bonus AD Ratio. Riot möchte Senna wieder in eine supportlastigere Rolle anpassen oder Senna einfach zu einem AP Champion machen? Was es wirklich ist, ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden. Sie verliert zunächst 2% Attack Speed Growth und sie bekommt nun pro 20 Stacks der Passiven nur noch 8 statt 10% Crit Chance. Ihr W routet dafür allerdings auf allen Rängen um 0,25 Sekunden länger. Der Q wird gleich dreifach gebufft. Der Base Heal geht von 40 bis 80 Scaling auf 40 bis 120 Scaling nach oben. Dazu werden aus 30% Bonus AD Ratio nun 40% Bonus AD Ratio. Und das AP Ratio wird von 40 auf 80% verdoppelt. Dafür gibt es nun allerdings keinerlei Lethality Scaling mehr auf dem Q hier. Der Q Slow skaliert nun mit 15% pro 100 Bonus AD anstatt 10% und auch das Low AP Ratio Scaling geht von 6% pro 100 AP auf 10% pro 100 AP nach oben. Zu guter Letzt bekommt die Ult auf den frühen Leveln mehr Base Shield und auch noch 30% extra AP Scaling. Bei den Item Changes wird Black Cleaver zunächst gebufft, indem ihr nun keine 0,01 Sekunden zwischen Stacks mehr braucht. Damage Instanzen, die aus zwei Teilen bestehen, zum Beispiel ein Riffen-Auto inklusive der Passive, zählen daher nun als 2 Stacks. Dorans Blade wird ordentlich genervt und verliert 20 Base Health und 0,5% Lifesteal. Und auch Blade of the Ruin King muss 5 AD und 5% Attack Speed einbüßen. Dafür geht der Melee On-Hit Damage
von 9 auf 10% hoch. Bei den Systemänderungen gehen endlich die Dev-Timer nach oben. Auf den Leveln 1 bis 8 sind es 4 zusätzliche Sekunden und auf Level 9 2 zusätzliche Sekunden. Dafür hält allerdings der Dev-Homeguards-Effekt nun 8 Sekunden lang anstatt 5 Sekunden und startet auch erst, wenn ihr den Fountain verlasst. Das war's für diesen Rift Report. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre es wirklich super, wenn ihr uns mit einem Abo oder Like unterstützt. Nicht vergessen, auf unserem Insta- und TikTok-Kanal gibt es zusätzlich mehrfach wöchentlich weitere League of Legends-Videos und unsere maximal 60 Sekunden langen Mini-Patch-Rundowns. Auch den TFT-Mini-Patch-Rundown findet ihr spätestens Donnerstag dort. Bis zum nächsten Rift Report. Möge deine Elo hoch und deine Winrate noch höher sein.